an diesem wunderschönen Freitag, heute mit wunderbarem Besuch von Schlagersängerin Annie Perker. Willkommen! Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo! Du kommst ursprünglich aus Hamburg, hast dich aber in Bayern niedergelassen, bist verheiratet und hast eine kleine Nichte, die man regelmäßig in den sozialen Medien bei dir sieht. Sogar inzwischen drei, tatsächlich. Du singst für dein Leben gern. War da die Karriere als Kind schon vorgeschrieben? Ja, also ich habe auch wirklich als Kind, kleines Kind schon angefangen. Also wirklich die ersten Auftritte im Kindesalter. Ich glaube sogar schon mit 2. Wahrscheinlich habe ich auch schon im Bauch meiner Mama angefangen zu singen. Aber es war irgendwie vorherbestimmt. Also auch die ganze Familie wusste es von Anfang an, okay, die gehört auf die Bühne. Also ich habe auch immer die Bühne gesucht und geliebt. Also wirklich so klischeehaft, wie man sich das vorstellt, auch mit der Bürste oder mit dem Deo in der Hand vorm Spiegel geübt. Ja. Eine Single, die fand ich auch sehr schön, die hast du letzten Herbst rausgebracht. Mhm. Die nennt sich Das Glück ist jetzt. Genau, stimmt. Das war die letzte Single, Das Glück ist jetzt. Ja. Ist das so eine bestimmte Geschichte? Einfach, ich bin ein grundaus positiver Mensch. Also wer mich kennt, der sieht das schon an meiner Aura. Mhm. Ich strahle das einfach immer wieder aus und ich mag es einfach glücklich durchs Leben zu gehen und einfach so auch das Positive anzuziehen. Ich finde, wenn man das Positive anzieht, dann strahlt man, oder wenn man das Positive ausstrahlt, so rum, dann zieht man auch wahrscheinlich das Glück irgendwie magisch an. Und das ist auch so ein bisschen so der Sinn der Single oder die Aussage der Single. Du hast auch in der Partyband gesungen oder singst immer noch in einer Partyband regelmäßig? In einer bayerischen Partyband sogar, als Hamburger Dirn. Ne? Was sagt deine Familie eigentlich zu deiner Karriere? Was sie dazu sagen? Oh, die sind das ja schon gewohnt, seit klein auf an. Also die sind auch, ich würde sagen, die sind meine größten Fans. Also mit meinem Mann auch gemeinsam sind die einfach alle meine größten Fans. Die sind immer hinter mir, die waren auch schon damals immer bei allen Auftritten dabei, haben mich begleitet und wirklich überall, wo es nur ging, unterstützt. Von den größten Fans zu den großen Vorbildern. Hast du denn Vorbilder im Schlager? Jemand, bei dem du sagst, boah, der oder die macht das so super, fand ich schon immer toll, so will ich auch sein. Oder da möchte ich mir ein Stück von abschneiden. Ja, also speziell nicht im Schlagerbereich tatsächlich. Also mein großes Vorbild war immer Céline Dion. Auch als kleines Mädchen habe ich immer ihre Songs gecovert und gesungen im Flur, weil da die beste Akustik war damals. Selbstverständlich. Habe mich dann immer selber heimlich aufgenommen. Nee, aber ich finde einfach großartig, was sie auch einfach für eine Stimme hat. Aber wenn ich jetzt an den Schlagerbereich denke, dann ja natürlich Helene Fischer. Mhm. Also es ist Wahnsinn. Ich war auch erst letztens bei ihrem Konzert in Hamburg. Da hat sie ja Tourauftakt gehabt mit einer Freundin. Und wir haben so krass abgedanced und mitgemacht, dass ich eine Woche nicht gehen konnte danach, weil sich mein Fuß entzündet hat. Oh Gott. Ja, wirklich. Kann eine Annie Perker überhaupt entspannen? Oh doch, auf jeden Fall. Ne, doch, darf. Aber doch, ich kann sehr gut entspannen. Auch einfach mal auf der Couch, beim Netflix schauen. Mit der Familie kann man auch super entspannen. Ja, wie sieht denn für dich so ein gelungenes Wochenende aus? Auf der Bühne tatsächlich. Okay. Also im Idealfall auf der Bühne mit Leuten, die feiern, auch einfach zu meiner Musik abfeiern, tanzen. Und wenn mal kein Auftritt ist, dann absolut mit der Familie zu Hause irgendwie schön essen gehen. Jetzt gerade bei den Temperaturen einfach mal Kaffee, Kuchen draußen im Garten, das ist herrlich. Dein Mann ist Bayer. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ja, wir haben uns kennengelernt vor 5 Jahren, das war 2018, bei einem Job. Also mein Mann ist Model und Schauspieler und ich arbeite ja auch hin und wieder als Model und Schauspielerin. Und wir hatten gemeinsam einen Werbedreh für Expedia und dort mussten wir ein Pärchen spielen über 5 Tage lang. Und ja, das war sehr intensiv und irgendwie hat man sofort gemerkt, dass es gefunkt hat. Und ja, das da klingt ist es ja geschehen. Wirklich wie aus dem Fernsehen raus, ne? Ein bisschen schon, ein bisschen märchenhaft, ja. Anni, ich würde gerne mit dir 3 Fragen einen Joker spielen. Heißt, ich stelle dir 3 Fragen und eine Antwort darfst du mit einem Joker verweigern. Okay. Ein Urlaubsziel, das du nicht weiterempfehlen kannst. Oder da fragst du mich jetzt was, weil eigentlich finde ich alles schön. Also bisher, da wo ich war, war auch wirklich schön. Also da muss ich ja fast jetzt den Joker einlösen, aber ich weiß ja nicht, was da noch kommt. Nächste Frage. Ein Song, den du immer singen musst bzw. sollst, gerade bei deiner Partyband, den du aber überhaupt nicht magst. Ein Song, der immer wieder verlangt wird. Das ist YMCA. YMCA? Das ist auch zu tief für mich. Das muss ein Mann singen. Die Musik von diesem Künstler oder von dieser Künstlerin mag ich nicht. Aber persönlich mag ich den Menschen sehr gern. Joker, okay. Nee, da kommen wir. Aber dann möchte ich die Chance nutzen und schieb noch eine 4. Frage hinterher. Okay. Also die größte Macke, mit der alle meine Mitmenschen leben müssen. Meine Macke? Ja. Ungeduldig. Okay. Ich bin sehr ungeduldig, ja. Anni, es war wunderschön, dich da zu haben. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht heute. Vielen, vielen Dank für diesen schönen Tag heute hier bei euch.
Na, hat euch das Video gefallen? Dann unbedingt jetzt einen Daumen nach oben da lassen und nicht vergessen, die Glocke drücken und ein Abo da lassen, damit ihr kein Video mehr verpasst.